der Basilisk. In den uralten Zeiten haben überall auf der Welt noch viele Drachen gelebt. Manche waren gutmütig, haben nur Pflanzen, Früchte und Wurzeln gefressen und niemandem etwas zu leid tun. Es hat aber auch gefährliche Drachen gegeben und giftige Lindwürme. Einer der gefährlichsten Drachen war der Basilisk. Er war nicht besonders gross, aber ein grässliches Untier. Auf dem Kopf hatte er einen Gückelkamm, am Leib Flügel und einen langen, schlangenartigen Schwanz. Seine dicken, kräftigen Hände dabei hatten scharfe, bogene Krallen. Auf diesen Beinen hätte Basilisk schneller rennen als jedes andere Tier. Er ist auch über Teich und Berg geflitzt und dabei nicht einmal eingesunken. Sein Schnuff war so giftig, dass alles verdorrt ist, was er angehaucht hat. Das Schlimmste aber war, er hatte so böse und stechende Augen gehabt, dass jeder Tod umgefallen ist, den er angeschaut hat. Die gespenstischen Tiere sind aus schwarzen Eiern geschlafen, die von schwarzen Gückel gekleidet und auf Schlangen und Krotenmist ausgebrütet worden sind. Alle Leute, die einen schwarzen Gückel hatten, mussten darum gut auf den Wuff passen. Nach bei Basel, in der Gegend vom heutigen Alschwiler Wald, hat ein unheimlicher Basilisk gelebt. Immer wieder hat man Jäger, Bärenfrauen, Pilzsammler und Wanderer tot im Wald gefunden. Und niemand hat gewusst, wie sie umgekommen sind. Es war eine grosse Trauer im Land. Jetzt einmal hat eine alte Frau beim Pilzsuchen den Basilisk entdeckt. Sie hat gerade an einen Has zugeschaut, der am Eingang von einer Erdhöhle herumgeschnuppert hat. Da schiesst plötzlich der Drache aus dem Loch raus. Schaut dem Has mit seinem tödlichen Blick in die Augen. Und wie vom Blitz getroffen, fällt das arme Tierli um und ist maustot. Die alte Frau hat überall erzählt, was sie gesehen hat. Und es ist beschlossen worden, jemand muss das mörderische Viech fangen und töten. Aber wer? Alle haben Angst gehabt. Dortmal haben im kleinen Bauernhof nahe beim Alschwiler Wald zwei mutige Brüder gelebt. Wunibald und Wenceslaus haben sie geheissen. Die haben gesagt, mit dem bösen Viech werden wir schon fertig. Lassen Sie es nur machen. Zuerst hat der Wenceslaus ein Netz übers Erdloch geworfen. Aber der Basilisk hat es mit seinen scharfen Krallen verrissen. Dann hat der Wunibald den Höhleneingang mit Erd und Moos ausgestopft. Aber kaum ist die Sonne aufgegangen, was krabbelt mit einer Mooskappe auf dem Gückelkopf aus dem Erdloch raus? Der verflixte Basilisk. Die beiden Brüder haben das gesehen in ihrem Versteck und der Wenceslaus hat gesagt, wir müssen das Erdloch zumauern. So haben sich die zwei ein Werk gemacht. Das war aber eine harte Arbeit. Dortmal hat es ja noch kein Zement gegeben und auch keine Baumaschine. Der Wenceslaus und der Wunibald haben so eine Art Ofen müssen bauen. Und dort drin haben sie Kalkstein über einem starken Feuer so lange erhitzt, bis man es konnte zu Staub zerreiben. Den Kalkstaub haben sie mit Wasser vermischt und das Loch zugemauert. Sie haben gewartet, bis der Kalk hart geworden ist und dann hat der Wenceslaus ganz zufrieden gesagt, so, so, jetzt ist der giftige Kerl für immer da drin und muss drin bleiben. Den sind wir los. Aber nach ein paar Tagen ist schon wieder ein Pilzmännli tot im Wald gefunden worden. Der Basilisk hat sich einfach einen neuen Ausgang gehabt. Der Wunibald und der Wenceslaus aber haben nicht aufgegeben. Sie haben kaum mehr geschlafen, sich hin und her überlegt, wie sie dem Grüssel den Garaus machen
einmal, z'mitzt in der Nacht, gumpet der Wenceslaus aus dem Bett und rüttelt seinen Bruder. Oh, du, ich hasse, oh, ich hasse, wir brauchen den Spiegel. Einen Spiegel brauchen wir. So sind die zwei Brüder in aller Herrgottsfrühe zu einem Glasmacher und haben einen grossen Spiegel bestellt. Den haben sie in den Wald gedreht, vor einem neuen Erdler vom Basilisk aufgestellt und sich hinter einer riesigen Eiche versteckt. Mängi Stunden haben sie gewartet und gewartet. Endlich hören sie ein Scharren, ein Kratzen, ein Schnauben. Der Basilisk klettert aus seiner Erdhöhle, steht auf seinen dicken Hinterbeinen aufrecht vor dem Spiegel, schaut sich selber in die stechigen Augen, fällt um und ist maustot. Er hat seinen eigenen grusigen Anblick nicht vertragen. Das Land war jetzt von dem bösen Drachen befreit. Alle haben sich gefreut und ein grosses Fest gefeiert. Heutigstags können wir wieder ruhig im Altschwiler Wald rumwandern. Basilisken gibt es nur noch als Brunnenfiguren und als Basler Wappentier. So sind sie natürlich nicht gefährlich und als Brunnenfiguren sehen sie eigentlich noch ganz nett aus.